Alter Hugo, 3 Wochen, die Brille sieht gar nicht so schlecht aus. Wie findet ihr meine Brille, Freunde? Kurze Frage direkt. Wie bin ich auf der Hot-Crazy-Skala jetzt verrückt mit dieser Brille? Einmal kurz Meinung auf dem Revi-Chat möchte ich hören. Hallo Marcel Scorpion in Dick. Aber. First Aber Message schon. In dem Kanal. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Hey, Shoutouts, Freunde. Vielen, vielen Dank. Korrekt, dass ihr vorbeigekommen seid, ja. In dem Sinne direkt wieder Follow-Modus rein, Bro. Also, wenn das keine Revi-Chatter ist, dann weiß ich. Digga, ich kann mir Revi-Chat nicht vorstellen. Ich würde Revi schweinegeil, aber ich glaube, sein Chat ist so Arsch. Auch nicht. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Ich möchte kein Valorant spielen. Valorant ist mein Ja, Platz wirklich, es ist so ein Arsch. Ich fühle jetzt mein 100%. Was ich nicht spielen möchte. Ich möchte das nicht spielen. Ich habe nur zugesagt, weil Eli hat gesagt, hier ist ein cooles Creator-Turnier. Du wirst nicht der Schlechteste sein. Du hast ein tolles Team und so. Ich wurde einfach belogen. Immer Bottom-Fragger. Ich war einfach nur hier, weil es lustig ist, weil ich die ganze Zeit getötet werde und dann rage ich. Und dann ist mein Team auch noch sauer. Die sagen, ich soll Lambs oder Shadow. Digga, hat Kipp auch gemacht. Keiner, was es heißen sollte. Vandals oder so gehen und ich check überhaupt nicht, was ich machen soll. Oh, Digga, mach doch schnell doch Valorant raus, bitte. Nice. Push. Das bringt nichts. Einer Main vielleicht. Was ist das für ein Spiel? Wirklich? Komm mit, bitte. Man könnte vielleicht munkeln, dass ich das Spiel nicht besonders mag, das ist aber ein Gerücht. Der Mann, dann sagt das doch einer! Ihr müsst doch klar, wir faken doch! Woher soll ich das denn wissen? Da? Sein Arsch spielt Brawl Stars, ey! Ich blende doch gar nicht das Team. Oh, aber was ist das für eine Mentality? Warum spielst du denn ein Turnier? Was ist das für eine verfickte Loser-Mentality? Die ganze Zeit rumzuheulen. Immer rumzuweinen. Der ist besser, der macht das, der ist das. Wow, ich kann nicht mehr, Mann! Dieses verfickte Drecksgame. Ja, so gut eingeschaltet. Willi, ich lese immer wieder bei mir im Chat, dass du richtig scheiße sein sollst. Noch beschissener als ich, stimmt das? Nein. Aber du spielst ohne Headset, ne? Weil das uncool aussieht, ne? Ja. Stimmt. Also, sage ich, das ist ein Gewinner-Mindset. Ich kann mit dem Headset nicht. Er findet sich nicht hot genug dann, ja, damit. Ja. Aussehen einfach, weil viele Frauen wirklich? Auf den Team schauen. Ja, nein. Und er findet, warum haltet ihr so kleine Stöpsel? Ja, wird so kleine Stöpsel drin haben. Er sieht zu nerdig aus mit dem Headset. Deswegen spielt er lieber ohne Sound. Hallo, ich bin Willi, ich bin zu cool für Sound. Digga, spiele mit einem Ohr, Digga. Du bist doch ein süßer Junge, Digga, mit oder ohne Headset. Dir ist es wichtig, dass du jedes Wochenende einen neuen Geschlechtspartner hast. Das ist dir so wichtig, dass du die anderen 100 Stunden, die du in der Woche zockst, ohne Sound spielst, weil du dich mit Headset nicht... Ey Jungs, ich spiel bestimmt auch bald ohne Sound, sag ich. ...hot genug findest, dass du so um so 4 Ecken denkst. Braucht man nicht. Morgen werde ich mir ein Headset anziehen, Charlie. Allein, dass du das anziehen nennst, ist schon krass. Ich höre auf jeden Fall jetzt Schritte. Wenn ich die Schritte rechts höre, kommen die auch von rechts. Digga, hä? Krass, Digga, okay. Digga, was läuft bei Noreax einfach, Digga? Der wurde von Putin gehackt. Die werden wahrscheinlich dir gehen. Die werden wieder hinkommen, wahrscheinlich zu dir, Bro. Ich hab Shotgun. Okay. Jungs, gib mal. Oh, Bro, kann die Valorant Szene beenden, Digga? Bro, ich kann doch nicht. Ich werde so gefickt werden von der, Dicker. Bro, ich werde so aus dem Game. Meint ihr, Jungs, man sollte nicht heulen, mein Turniers? Genommen von der. Wie gut ist Maluna, Leute? Maluna, wenn du das hörst. Ich hab gestern mit ihr gespielt, sie heult drum. Digga, Malunas Arsch ist so crazy, ich schwöre. Ich hab bei ihr zugeguckt, die drückt nur Dinger. Das ist insane. Oh mein Gott. Arsch ist oh mein Gott, ungünstig formuliert! Ey, aber die ist actually sehr gut in Valorant gerade. Ja, ich hab so crazy, ich schwöre. Ich hab bei ihr zugeguckt, Junge, die drückt nur Dinger. Das ist insane. Ehrlich? Ja, ja. Was sagt der da? Was? Mal dem kommt Flashbacks, aber keine guten Flashbacks, Digga. Irgendwie doch die mehr war auch die schlimmste. Digga, immer wenn ich hier stand, ich sag, ich bin eingeschlafen, Digga. Hello guys, welcome to the top 5 biggest whiffs in history in Valorant. At place 5! Ja Jungs, ungefähr das war mein Aim. Ich heiße dann übrigens auch E-Boy Uwe, das ist mein geheimer zweiter Account. Ich habe 2 Katzen, ich brauche keinen Mann. Das glaube ich dir sofort. Es gibt so tolle Maschinen mit 3 Motoren, wer braucht da noch einen Mann? Tolle Maschinen mit 3 Motoren? Nicht Quatsch, Trikes oder was? Was? Wärst du gern Trike? Was hast du für einen Trike? Wie viel PS? Der nennt sich Satisfyer. Kennst du den? Was ist das von welche Marke? Welche Automarke? Digga, ja, okay. Ich habe ganz kurz gedacht, der macht aber nein. Die Marke heißt Satisfyer. 3 Motoren, richtig schnell. Jungs, ich frage mich, wie...
Ich habe keine Ahnung, wie teuer der so ein Apparat ist. 150? Ist der teurer? Ist der günstiger? Ich habe keinen Plan, Digga. Gut unterwegs. Wie schnell bist du schon gefahren? Also zum Ziel kommt man von 0 auf 100 tatsächlich. Ja, 0 auf 100. Wie schnell von 0 auf 100? Halbe Stunde Ladezeit. Nee, er checkt wirklich nicht, ne, Leute? Oh Gott. Ein Elektro-Trike oder was? Mhm. Ja, Digga, der... Also Satisfying. Ah, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hast du nicht gemacht. Viele von euch werden... Digga, habt ihr die Emotionen sein gesehen? Oh mein Gott. Ich wahrscheinlich fragen, wo warst du? Warum war 7 gegen Wild, ich hab's rausgefunden. Warst du weg? Warum warst du ein Bart? Warum siehst du so aus, wie du aussiehst? Ich sag, wie es ist, wenn er sich hier wirklich Bart wachsen lassen würde. Könnte gut aussehen, aber dann vielleicht, also ich weiß nicht. Muss ich Filter machen. Ich kann nicht immer noch nicht sagen. Ich darf nicht, ich kann nicht dafür. Staffel Nummer 4 wird mit Abstand die härteste. Oh Freunde, ich freue mich aber auch schon auf die Staffel, wenn sie kommt, ne? Ich kann... Bro, mit seiner Bart ist guckt mit seiner Jawline. Nichts erzählen, ich weiß schon wieder zu viel. Weil die Kandidaten auch mich so anrufen einfach. Ich hab's geschafft! Da habe ich in diesen 3 Wochen, wo ich weg war, realisiert, dass ich Streaming, YouTube, dass ich das alles einfach mache, um das Maximum Geld zu verdienen. Ich will nur Geld verdienen. Ich bin schön, dass der Mann ehrlich ist! Diese Uhr ist zum Beispiel aus Perlmutt und... Irgendwie sie finde ich nicht besonders schön. Mark wird heute Nacht durchdrehen. Mark ist am Ende nach dem Video. Lass es ihm nicht sehen. Der wird wirklich richtig doll sauer sein. Von Rätseln, die man lösen kann. Alter, wie lange geht das Placement? Das ist die Hälfte des Videos. Wie viel haben die gezahlt? Sascha, wie sieht's aus? Was könnte Sascha gebrauchen? Sascha, du brauchst Gold. Hast du gesehen, was mit dem Goldpreis passiert ist? Leg dir mal 1-2 Kilo beiseite. Mark, wann eigentlich ist Sabaton? Hör mal, Sabaton können wir machen. Wir nennen nicht Sabaton, wir nennen den Kaufertrieb. Jeder Kauf verlängert. Genau, Phil, du weißt doch, wie ich denke, Mann. 9.200 Euro. Ja oder nein? Das ist mehr als fair. Ich bitte dich. Potenziell. Digga, wirklich, der lebt in einer anderen Welt mit seiner schnellen Brille, mit dem ganzen Geld, was er besitzt. Ausgeführt ist gemacht. Ich sag allein, dieses Bild kostet mehr als was ich im Jahr irgendwann im Leben verdienen werde. Macht, weißt du, was ich meine? Und jetzt kommt ihr, weißt du? Nur eine gekaufte Uhr ist eine gute Uhr. Ich habe so viel Parfum im Bestand, ich habe sowieso alles da. Also ich möchte euch alles verkaufen. Wenn ich die Sachen nicht habe, sind die automatisch schlecht. Alles, was ich nicht im Shop führe, ist schlecht. Nicht ausprobieren, kaufen. Einfach kaufen. Nicht denken, kaufen. Immer die großen Flaschen kaufen. Kaufen. Immer einfach kaufen. Ich sehe einen Duft, mir gefällt die Flasche, kaufen. Egal wie er riecht, einfach kaufen. Wir waren mal einmal... Meint ihr, das ist ein bisschen ungesund? Dem auf... Also okay, international, oder? Ich hab keine, wer sie ist, Digga. Platz 8. Zabex, wie sieht's eigentlich aus? Mit 10.000 Subs kann man sich da schon eine Uhr leisten? Ich glaube, die Zeit ist gekommen. Wenn ihr auf Platz 8 ist, du brauchst da so einen Wecker am Handgelenk, mein Kollege. Nein! Digga, der hat starke Beine, Hugo! Eine Pinata! Ich glaube schon wahnsinnig! Jetzt aber! Digga, sieht aus wie ostdeutscher Mönch. Friendly Fire! Ich kann fahren! Sein Zimmer hat so einen Vibe, sage ich. Guck mal, das Ding ist, ich schub mich gerade selber, ich will einfach nur fahren. Wenn ich in meinem Kopf sage, ich fahre einfach, cool, dann fahre ich einfach. 3, 2, 1. Ey, Jungs, ich bin auch mal ein Rad gefahren. Ich hab die Erinnerung, dass ich gar nicht so arsch, aber probably habe ich mir alles gebrochen und lebe auch gar nicht mehr. Ich bin drauf. Ich finde dein Zimmer so geil, Real Talk. Zeig dir noch mal ganz kurz, was er heutzutage macht. Hey! Okay, wieder abgestürzt. Was für abgestürzt? Das bin ich gar nicht, Mann! Das Ding ist, der originale Typ, der diesen Beatbox macht, der nimmt sich jetzt einfach Edis auf TikTok, Bruder. Der das ist so bodenlos. Mit Edis umbenannt. Coração, bra. Edis, just. Jumala, er ist so punkadon. Bruder, ich schwöre, dieses Video macht einfach Bock zu gucken. What? Hey, Digga, hörst du das? Alter. Kennt ihr Rohat? Ja. Wie sieht er denn aus? Hat er nicht Locken? Der hatte Locken, hat aber jetzt ganz kurz. Der sieht aus wie Drake. Ich hab ihn. Hat Drake nicht irgendwie einen Skandal? Keine Ahnung. Sehen nicht so, ey, how are you doing, Drake? Hashtag Ulm, Hashtag Rivi. Ja, tamam, danke dafür, Digga. Wirklich, meine Community, einfach nur klasse. Rivi auf die 1. Sebastian Meyer ist ein sehr, sehr guter, erotischer junger Mann, den ich gerne mal die Füße...